Köln. Isabel Meissner, die Reiterin im historischen Gewand. Und Sie dürfen leise applaudieren, natürlich. Ja, und das sind noch ein paar mehr. Ganz genau. Der Hochfahrer, den habe ich nicht auf dem Programm, der kriegt aber auch Applaus. Oh, der Schuh stürzt. Gucken Sie mal. Mensch. Die Kita Dalmin, das Haus der kleinen Sträuche. Das ist eine echte Größe hier. In Dalmin. Schon ganz lange gibt es die Kita. Sie hat Platz für 40 Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren. Und der Dirk Hagedorn fährt diesen Wagen ganz sicher durch die Festscheune hindurch. Der Spielmannszug aus Perleberg. Tradition pur, sehr erfolgreich ist dieser Spielmannszug. Wir werden ihn nachher noch erleben. Ein Applaus. Jetzt dürfen Sie. Die Jungs und Mädels sind nicht so schreckhaft. Sie spielen nachher noch ein bisschen. Und wer Lust hat, darf da natürlich tanzen. Also dieser Spielmannsflug, werte Gäste, der ist sehr erfolgreich. Der nimmt an deutschen Meisterschaften teil und ist da sehr, sehr erfolgreich. Leichtathletik. TuS Dalmin hat 80 Mitglieder und die Leiterin ist Diana Küchler. Und das ist noch TuS. Die Lion Dance Gruppe, gegründet 2004. Circa 18 Frauen. Ja, das variiert. Wahrscheinlich sie üben wöchentlich und haben ihre Auftritte in der Region. Die Lion Dancer Damen hier aus Dalmin, einen Applaus dafür. Und dieses Bild ist eins von 1920, ein historischer Kinderwagen. Christine Henning als Gouvernante. Auch Ihnen einen Applaus und herzlich willkommen. Ja, sind das die KCK 5? Nein, ihr gehört auch noch dazu. Ganz genau, jetzt kommen aber. Sie wollen keinen Spruch. Die KCK 5 kommen hinterher. Die kriegen aber doch einen Spruch. Ja. Einmal die Funken hier in Dalmin, der Dalminer Karnevalsverein. Lässt sich das natürlich nicht nehmen, auch mitzuwirken. Die große Kutsche mit 11 Plätzen gehört Helmut Jäger aus Blüthen. Und der Mitfahrer ist der Ortsvorsteher hier aus Dalmin. Uli, hast du aber schön gemacht da hinten drauf. Ja?
Ein Kremserwagen mit Traktor. Der Besitzer Helmut Jäger aus Blüthen. Ja, der Fahrer ist Adolf Niemann aus Blüthen. Und die Gäste kommen aus Hamburg, Kirschau, Sinnowitz und Kirchwerder. Und Dalmi, das steht hier nicht drauf. Schön. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen leiser sein. Eine Kutsche, ein ganz tolles Pferd, ein holländischer Friese, Wilfried Pöhl, Doktorwagen von 1920, ein Einspänner. Ja. Und der Friese, die junge Dame, die wir hier vor uns sehen, ist 6 Jahre alt. Ganz genau. Und Jürgen Bismann zeigt eine Uniform aus der Zeit von Viktor von Podgielski. Jetzt können wir wieder ein bisschen lauter. Der Hauptstraßenexpress zeigt ein Dalminer Landleben. Der Fahrer ist Olaf Behrendt. Hallo, herzlich willkommen und auch ein Applaus dem Hauptstraßenexpress. Und als nächstes die Nummer 11. Ich kann die Nummern gar nicht sehen. Norbert guckt immer so ein bisschen, ja, ob das auch stimmt. Das ist ein Imkerwagen, Familie Hüls, stark, Viereck mit historischem Imkerwagen. Der Hundesportverein Friedblitzer Agi Blitzer, oh, der Verband riecht. Ja, und den Hund da hinten drauf, das ist nur ein Symbol. Hundesport wird groß geschrieben, aber hier kommen die richtigen. Und was für schöne Tiere. Die sind alle so lieb und die machen so richtig Wettkämpfe, liebe Gäste, auf dem Hundesportparcours. Und auch Ihnen allen Applaus, dem Hundesportverein. Und eine vierspännige Kutsche, das ist doch mal was. Der Fahrer ist Gerald Tuppert, hier aus Dalmin. Er ist aktiver Turnierfahrer und Kreismeister 2012. Und das ist doch wohl ein Applaus wert. Und ich denke mal, das sind Lebenscheck, ist das richtig? Ja, ganz genau. Die zweispännige Kutsche, auch mit Lebenschecken. Der Fahrer ist Nils Bartels. Und die Pferdenamen sind Prinzessin und Mailin. Auch hier einen Applaus. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Die Jagdgesellschaft Dalmin. Die Pächter sind Herr Teutner, Herr Jüch und Herr Kula. Auch Ihnen einen Applaus. Herr Teutner, jetzt. Der Heimatverein Dalmin e.V. hat Mitglieder, 40 an der Zahl, und ist 1994 gegründet worden. Der Fahrer des Zugfahrzeuges ist Gerhard Dau. Genau, und wir haben ja Zeit, wir müssen auch einen Augenblick warten. Draußen gibt es schon ganz schön Gedränge. Und der Wind bringt meine Karten auch sehr durcheinander. Ein Deutz. Der Dekotraum Balke. Sie stellen einen Kremserwagen dar und auf dem Wagen oder im Hause Balke lebten zu Höchstzeiten 4 Generationen, das ist richtig, ne? Ja, und schicker Wagen und Dirk hinten dran, fall bloß nicht runter, du. Der Bügel ist runtergefallen, den sucht ihr nachher noch, die Oma bestimmt noch. Und das Fahrzeug, was hier Einzug hält, das ist der Schützenverein Dalmin. Das zieht den Schützenverein Dalmin. Der Schützenverein Dalmin ist 1991 gegründet worden, hat 50 Mitglieder circa. Das variiert auch immer so ein bisschen. Es gibt eine Abteilung Bogenschießen und eine Abteilung Schusswaffe lang und kurz. Und
annehmen, sehr erfolgreich an bundesweiten Wettkämpfen teil. Und lautstark sind sie auch. Hören wir nochmal? Nicht. Wir haben schon abgeschlossen, liebe Gäste. Traktor mit Anhänger, das Motto ist Flower Power, ja, Woodstock lebt auch in Berlin und der Traktor ist ein Hanomag Perfect 300, Baujahr 1962 und das ist doch mal was Schönes. Und der Hänger, ein Welser ZK 70, Baujahr 1967. Der Fahrer ist Martin Hahn und halt eine große Runde, Jungs und Mädels. Sieht. Brüggerhof lässt das Kinderheim Ernst Hellmann wieder auferstehen. Und das Ganze hier mit einem Wagen im Festumzug. Tja, der nächste Wagen, liebe Gäste, zeigt die Geschichte der DDR. Dargestellt auf einem Wagen hier beim Umzug in Berlin. Oh, Rock für Orbi auch. Die Feuerwehr. Die habe ich jetzt nicht drauf. Gut, da ist schon was durcheinander gegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Dalmin. Die Vorweggehenden sind die Kameraden Bernd Kohn und Olaf Lange. Und hinten hängt eine Handrumpfspitze dran aus dem Jahre 1911. Die Feuerwehr Dalmin. Und das ist das neue Löschfahrzeug. Das ist noch nicht so alt, liebe Gäste. Baujahr 2002. Ja, und die Nummer 25. Wir müssen aufpassen, da ist immer ein bisschen was durcheinander gegangen. Die Freiwillige Feuerwehr Großwarnow. Und die feiern schon richtig ab, aber das passt auch gerade so durch. Die macht sich ganz schön breit, die Herrschaften. Aus Großwarnow. Ja, und ich denke mal, verehrte Gäste, können wir lauter als die? Können wir lauter? Nochmal, können wir lauter? Der Sonderzug aus Kleinwarnow, also das ist Großwarnow, dort gibt es Gedränge, hier haben wir wenig Zeit. Der Traktor ist eine Brockenhexe, verehrte Gäste. Und hinten hängt ein Dienstabteil dran. Und ein Schlafwagen aus vergangenen Zeiten. So ein bisschen nachempfunden. Ganz genau. Und die haben auch Musik bei. Donnerwetter. Ja, und es gibt ein bisschen Schauer. Da haben wir Zeit, das zu begutachten. Und schauen Sie sich das hier mal an.
Kleinchen, du sitzt auf der falschen Seite, du hättest auf der anderen Seite sitzen müssen. Ach Gott, und, ja. Wie geht das denn? Ist das zusammengenäht? Ja, das ist zusammengenäht. Ja, ganz genau. Der Schlafwagen. Der Schlafwagen aus Großbritannien. Und die Agrargenossenschaft. Christine Wolf, Cornelia Schuld und Rüdiger Ehmke zeigen Bauersleute aus vergangenen Zeiten. Und weiter geht's. Erhard Schuld, Olaf Krüger von der AG Berlin zeigen einen kleinen Ausschnitt vom Schmiedehandwerk in der Landwirtschaft. Die auf diesen waren und die haben sich richtig Gedanken gemacht. Da wird richtig geschmiedet und vielleicht haben wir noch einen kleinen Applaus für diesen Wagen. Da und los geht's. Und nochmal Agrargenossenschaft, ein Erntewagen, üblich in Dalmin seit über 30 Jahren. Beim jährlichen Ernteumzug wird dieser Wagen immer wieder geschmückt und alle nehmen daran teil. Der Traktor ist ein John Deere 6150 mit 150 PS. Und dieser Traktor ist schon sehr, sehr modern, verehrte Gäste. Den kann man über GPS steuern, also der Fahrer kann sich, wenn er dann so seinen Weg gefunden hat und alles angepeilt hat, kann der sich die Füße nach oben legen und schlafen. Der Traktor fährt sozusagen alleine. Jetzt haben wir die Nummer 22 dazu. VEB Hammer gefallener Zirkel, verehrte Gäste. Da, glaube ich, brauchen wir gar nichts mehr so viel dazu sagen. Schauen Sie sich dieser Wagen, VEB Hammer gefallener Zirkel. Der größte Arbeitgeber im Ort Berlin. Das Stärke- und Veredelungswerk. Es ist das modernste seiner Art und die Produkte werden wirklich in alle Welt geliefert. Stärke ist sowas von wichtig. Genau, die Stärkefabrik aus Berlin. Ja, und während die Stärkefabrik hier durchzieht, kommt ein ZT-300, auch aus vergangenen Zeiten, mit der Nummer 31, die Firma Meissner und Zahn. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und einen Applaus. Verschoben im Umzug. Blue Devil 1W50. Ja, auch in etwa so alt wie der ZT-300, der da vorne fährt. Und da hat sich richtig was verschoben. Die Karten stimmen nicht mehr überein, aber wir kriegen das so hin. Blue Devil einmal hindurch. Die nicht wissen, was Blue Devil heißt, der blaue Teufel.
Und so ist das wichtig. Wenn ich die Zahlen erkenne, dann kann ich auch drauf eingehen. Der Blue Devil. Ah, das Traktor Pulling Team aus Berge. Ein Applaus für Blue Devil, das Traktor-Pulling-Team aus Bossa. Mit der Nummer 33 präsentiert sich der Landwirtschaftsbetrieb Carsten Heißler. Es ist ein Lohnbetrieb. Und der Fahrer ist der Heißler Junior. Und jetzt wird es wirklich eng, liebe Gäste. Jetzt wird es richtig eng. Also, der Fahrer hat das aber richtig gut drauf. Es wird auch dunkel. Der Rinderhof, Dambeck Matthias. Günther ist das. Es ist ein Celion 380 PS mit B-Werk. Das Ganze hat eine Arbeitsbreite von 9,30 Meter. Und am Tag macht dieses Fahrzeug 100 Hektar im Erdboden gleich. Nochmal ein Fahrzeug aus dem Rinderhof. Dambeck. Ebenfalls ein Häcksler, ein Jaguar 970. Nein, sieht irgendwie nicht nach einem Häcksler, doch hinten ist so eine Maschine, das wird eng. Liebe Gäste, das ist wirklich eng. Und jetzt zieht ein der Dambecker Karnevalsverein. Er wurde 1999 gegründet, hat 132 Mitglieder. Und wenn ich das richtig sehe, sind auf dem Wagen 30 Personen versammelt, die heute hier dabei sein wollen in der Mine. Und die Diedelmaus vorne drauf, na dann kann doch nichts mehr schief gehen. Der Karnevalsverein aus Dambeck. Humor und Schau! Hello! Die Firma Dennis, ein Traditionsbetrieb, ein Generationsbetrieb, seit vielen, vielen Jahren Bestandteil hier in Dalmin. Und die Firma Dennis hat sehr viel dafür getan, dass dieses Fest heute hier so vonstatten gehen kann. Der ganze Aufbau hinter der Bühne ist durch die Mitarbeiter von Falk, den jeder sicherlich hier kennt,
durchgeführt worden. Und Falk lädt heute ab 18 Uhr, Falk, ist das richtig? Ab 18 Uhr gibt es noch Schickschwein vorm Spieß. Falk brutzelt schon, das ist so ein bisschen sein Hobby. Und da werden wir dann nachher noch ein bisschen was von haben. Also, ein herzliches Dankeschön an die Firma Dinnes. Und ich denke, auch hier können wir ein wenig Applaus spenden. Heimatclub fährt ein und es wird dargestellt, oder es werden dargestellt, die Seifenkisten Heino 1 und Heino 2 vom Seifenkistenrennen 2008-2010. Diese Seifenkisten-Pferdegäste, die haben damals sehr, sehr, sehr erfolgreich daran teilgenommen am Seifenkistenrennen. Ich glaube, die haben den ersten Platz damit gemacht. Ist das richtig? Ja, das war richtig. Und da sind so einige Kästen Bier draufgegangen bei der Konstruktion dieser Seifenkästen. Genau 15 Pferdegäste. Die Herrschaften haben in dieser Zeit, in der sie diese Seifenkästen gebaut und konstruiert haben, 15 Kästen Bier gelernt. Naja, ob das nun so notwendig tat, wissen wir nicht, aber gewonnen haben sie. Und der kleine Mini-Yamaha hier, der ist nicht mit aufgeführt. Trotzdem herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ein Applaus für diesen Wagen. Schön geschmückt ist er und bequem sieht es auch aus da drauf. Verband aus Dalmin mit Traktor und Hänger. Das Ganze wurde gestellt vom Sportfreund Guido Fink. Und der Fahrer ist Holger Ramin. Noch ein wenig wartet. Das ist ein Dreschkasten, der hinten dran hängt, aus dem Jahre 1956. Einige von Ihnen werden diese Geräte noch kennen. Der Traktor, ein RS04 aus dem Jahre 1955. Und der Fahrer ist Jürgen Juncker. Und der fährt hier ganz vorsichtig auf. Das sind Eisenräder. Ich war jung, gar nicht so einfach. Da sitzt aber zum Glück keiner drauf. Das ist wirklich nur etwas. Ja, liebe Gäste, und mit diesem Wagen sind wir durch. Da ist doch einiges durcheinander gegangen, unterwegs und liegen geblieben. Aber wir haben den Festumzug jetzt gesehen, hier in Dalmin. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Lassen Sie es sich schmecken, genießen Sie alles, was draußen aufgebaut ist an Essen, Trinken.